Ach. Storm Rider Rises. Nachdem, glaube ich, wir wochenlang gesagt haben, Mensch, hau mal Fragen raus. Und du sagst, ja, aber mir fällt nichts ein. Wieso ist denn das jetzt windig? Das passt zu deiner Folge, oder? Passt das jetzt, oder was? Ah. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt Fragen. Und dann hast du auch gleich 10 Stück rausgehauen. Aber ich werde trotzdem 2 Folgen darauf machen. Ja. Ich lese erstmal das Intro quasi vor. Nachdem Barca-Fan hier fragt doch mal den Invertmaster Marathon losgetreten hat, muss ich auch noch mal ran. Bedenkt, da schon so viel gefragt wurde, kann es passieren, dass hier Fragen doppelt vorkommen. Dann gerne darauf hinweisen. Das ist richtig. Kurz dazu, wenn also Fragen doppelt sind, wie bei Barca-Fan von der Folge von gestern, so schlimm ist es nicht. Wir haben ja schon so viele Folgen, überleg mal, wir sind glaube ich fast bei Folge 80 oder so, mal 5 sind 400. Also theoretisch 400 verschiedene Fragen. Mit Sicherheit kann das passieren, dass ein bisschen was doppelt ist. Aber vielleicht auch manchmal ganz interessant, antworte ich in Folge 67 genauso wie in Folge 23. Oder vielleicht hat sich auch die Sichtweise verändert, wisst ihr? Das kannst du ja auch nicht immer sagen. Ich schneide das dann meistens kurz an und sage dann, pass auf, die und die Folge und so weiter. Da müsste ich das beantwortet haben. Also, let's go. Erstens, welchen Kuchen isst du mit deiner Oma am häufigsten oder auch am liebsten? Am häufigsten Butterkuchen mit Guss. Das am häufigsten. Am liebsten, also ich glaube, wo ich mich richtig reinsetzen kann, ist von Milka. Das sind so große Cookies. Oben natürlich so Schokoladendinger drauf, so Schokoladentaler. Und innen drin ist die Schokolade geschmolzen. Und wenn du die dann so eine Minute in die Mikrowelle machst, oh. Puh, geil. Was für ein Smartphone nutzt du? Ein iPhone 11 Pro. Hier das mit diesen 3 Kameras und so. Ich muss aber der Fairness halber sagen, die Handybranche ist ja ähnlich so wie Intel oder AMD, Apple oder Samsung, wobei klar, es gibt immer noch Huawei und Vico und wie die alle heißen. Ja, ich habe ein paar Apple-Produkte, beziehungsweise die Uhr und das Handy, aber ich bin jetzt keiner, also ich mag die Produkte, ich komme damit gut klar, Logik habe ich da nicht so, aber damit komme ich klar. Ich bin jetzt aber keiner, der sagte, was, du hast ein Samsung? Also das kannst du aber nicht machen. Also komm doch mal lieber und hol dir die Apple Watch. Oder wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Also ich bin jetzt nicht so ein Apple-Fan, wo ich sage, boah, ich habe Apple-Aktien, ich habe einen Apple-Computer, ich habe das. So ist es nicht. Also ich mag das Handy, ich finde die Qualität gut. Ja, es ist überteuert, das stimmt. Aber ja. Keine Antwort drauf, bin ich ganz ehrlich. Weswegen nutzt du primär einen PS4-Controller? Was gefällt dir dagegen zum Xbox One-Controller weniger? Geile Frage. Also ich bin seit Kind an Sony-Kind. Mag vielleicht ein bisschen mit den Spielen zu tun haben, aber ich finde tatsächlich, dass für mich selber der PS4-Controller besser in der Hand liegt als der Xbox-Controller. Ich finde die Anordnung zwischen den Steuersticks und den, also zwischen den, ja, wie nennt man das denn, den Stick zum Drehen und das Steuerkreuz finde ich bei der PlayStation 4 irgendwie etwas praktischer. Aber es ist ja auch übelst Geschmackssache. Ich finde, der Xbox-Controller ist ein bisschen mächtiger so. Aber mit den Elite-Controller und ach, das hat sich ja schon ewig geändert. Meine Erfahrungen, die ich jetzt gerade geteilt habe, beziehen sich ja quasi seit PlayStation 2. Also von daher bin ich mit Sicherheit nicht mehr auf dem aktuellsten Stand und ist nur ein persönliches Empfinden. Kann aber auch vielleicht auch sein, weil ich sage, Mensch, ich habe nun mal PlayStation 3, 4 und demnächst dann ja auch die 5. Ja, da bietet sich das irgendwie an, ne? Genau. Was meinst du, wie schafft es Barca-Fan, so viele Fragen zu stellen? Grüße gehen raus an Barca-Fan. Es ist ähnlich wie die Frage, Marcel, warum streamst du so viel? Oder Schumreiter, warum spielst du so viele alte Spiele? Oder Kulavik, warum bist du BVB-Fan? Weil wenn du eine Sache liebst, wenn du sie magst und da Bock drauf hast, dann passiert das ganz von alleine, glaube ich. Also ohne jetzt zu schleimerisch zu wirken, glaube ich, dass Barca-Fan dieses Format sehr liebt, es sehr toll findet, wenn man ihre oder auch andere Fragen beantwortet und ja, wie ich schon sagte, es ist ja wirklich so, dass man sich hier auch irgendwo kennenlernt, weil viele denken ja, im Stream bin ich anders als so und ich finde nicht.
Man kann ausführlich quatschen hier und sich vernünftig kennenlernen, was mitten in einer COD-Partie zum Beispiel immer ein bisschen schwierig ist, aber durchaus möglich. Und deswegen glaube ich, sage ich mal, schafft sie es, so viel rauszuhauen. Was hat dich dazu bewogen, das I in InventMaster klein zu schreiben? Ich finde es schöner. Also ich finde die Schreibweise, kennst du das, wenn du jetzt ein deutsches Wort hast? Du schreibst es auch richtig, mit Duden, allem drum und dran, du schreibst es wirklich richtig, aber es sieht für dich falsch aus? So kam mir das vor, wenn ich das I groß schreibe. Also manche Namen gehören einfach so, wie sie sind. Wenn André zum Beispiel das bei Mach nicht diesen seine zwei Dinger da nicht groß schreiben würde, das sieht auch komisch aus. Wenn Scorpion, das hatten wir ja letztens im Stream, manches sieht einfach nicht aus. Und was entwerten ist ja quasi auch mehr kein Name, sondern mehr eine Sache, die man macht. Und von daher finde ich, sollte das klein geschrieben sein. Schon weiter. Ich danke dir wirklich von Herzen, nicht nur für deine Fragen, sondern auch für deinen zeitlichen Support oder für das, was du neuerdings für dich entdeckt hast. Vielen, vielen lieben Dank wirklich dafür. Danke auch für die Open Lobbys, die wir zusammen fahren oder das Chatten, dass du bei mir VIP bist, für alles einfach. Und Leute, genauso wie er hier auf YouTube heißt, ich hoffe doch zumindest, sonst joint ihr mal Discord, er streamt auch selber. Gerne auch am Wochenende mal, irgendwie, weiß nicht, 10 bis 17 oder sowas. Auch gerne mal so die alten Schinken, so die alten Need for Speed-Teile und sowas. Ist sehr cool. Also mehr so der ruhigere Typ, sag ich mal. Aber wenn er lacht, dann kommt er auch richtig aus sich raus. Also gerne mal einschalten bei ihm. Und ich bin sehr dankbar, ihn kennenlernen zu dürfen. Und was soll ich sagen? Schon weiter? Morgen die nächste Folge ist auch von dir. Wir sehen uns. Haut rein. Euer Marcel.